Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich hau das Video heute noch raus. Bisschen spät, aber ich habe schon länger vor mich hingeschoben. Und zwar ist heute der 17.07.2019 und das Spiel Pokémon Go kam ungefähr vor 3 Jahren raus. Ich zeig euch mal, wann ich angefangen habe. 13.07. Vor 3 Jahren und 4 Tagen. Wie gesagt, ich schieb das Video gerade ein bisschen vor mir her. Hatte die letzten paar Tage nicht Zeit, dieses Video unterzubringen. Und morgen habe ich auch schon ein Video geplant, deswegen hau ich das Video hier heute nochmal raus. Passend dazu geht momentan ja im Internet diese Old Face Challenge ab. Habe ich natürlich auch gemacht. Folgt mir auf Instagram, Facebook. Da seht ihr sowas, habe ich gepostet, aber ich bin das nochmal hier ein für euch. Ja, man fühlt sich schon alt, wenn man das 3 Jahre lang zockt. Alter, wie schnell sind 3 Jahre vergangen? 3 Jahre habe ich eigentlich jeden Tag Pokémon Go gezockt. Mal mehr, mal weniger, aber angehabt hatte ich es, glaube ich, echt jeden Tag seitdem. Ihr könnt es hier sehen, ich habe jetzt um die 210 Millionen EP. Wir schauen uns heute schnell mal meine ganzen Werte, meine ganze Statistik in 3 Jahren Pokémon Go an. Ich könnte natürlich jetzt wieder so ein Highlight-Video machen, aber wer den Kanal verfolgt, der kennt die ganzen Highlights. Ich meine, wie oft soll ich die Highlights nochmal wiederverwerten? 100er Mewtwo gefangen, 200er Mewtwo gefangen, 100er Ho-Oh mit Ansage gefangen, 100er Godon gefangen, dafür eine X-Rate-Einladung bekommen und dann ist 100er Mewtwo gekommen, 200er Latias an dem Tag gefangen, 100er Trasser Level 35, irgendwo im Botanischen Garten, mitten im Livestream, Kollege Felix ruft an, das Tor war offen. Wer kennt die Highlights nicht, kann ich jetzt nicht nochmal verwerten. Dementsprechend schauen wir uns heute einfach nur mal die Statistik an. Was habe ich geschafft in 3 Jahren Pokémon Go? Und ja, wie wird es weitergehen? Vor allem habe ich ja die 200 Millionen geknackt und dazu wollte ich eh noch ein Update machen. Bevor wir das machen, kurzer Moment, wo ich ein bisschen kitschig werde und was Emotionales sage. Das könnt ihr überspringen, falls ihr wollt und dann. Aber ja, 3 Jahre Pokémon Go. Wer hätte damals gedacht, dass ich das so lange zocken werde, dass ich das überhaupt zocken werde. Ich weiß noch, wo es rausgekommen ist. Ich war nicht wirklich interessiert und dann hat es irgendwie jeder gespielt, alle meine Kollegen damals. Da habe ich auch damit angefangen. Ich weiß noch, genau in dem Sommer, wo es rauskam, ich war im 4. Semester. Ich hatte 2 fette Hausarbeiten. Und nicht direkt am Anfang konnte ich loslegen und zocken. Ich musste erstmal die 2 Hausarbeiten fertig schreiben. Und wenn ich so zurückblicke, die 2 Hausarbeiten waren eigentlich genauso krass wie meine Bachelorarbeit. Auf jeden Fall habe ich die dann fertig geschrieben und dann habe ich erst losgelegt. Da war es schon August, also der Juli-Hype und so der August-Hype, den habe ich eigentlich vollkommen verpasst. Und dann habe ich halt losgelegt, mir hat das Spiel gefallen. Ich habe die anderen überholt, eingeholt, überholt. Ja. Seitdem ist eine Menge passiert, auch YouTube-technisch. Hat das Ganze natürlich aus Spaß angefangen. Wir hatten damals Yu-Gi-Oh! Gezockt, hier und da mal ein paar Videos gemacht und dann, als Pokémon gekommen ist, einfach mal weitergemacht mit den Videos und, ja, und so ist das Ganze hier entstanden. 3 Jahre später, ich bin hier, ihr seid da. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, fürs Unterstützen. Ich hätte niemals damit gerechnet. Ich habe es nicht geplant. Ich wollte es niemals, dass es so passiert. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne Pokémon Go spielt und das Ganze hier dann auch noch aufnimmt. Eigentlich hauptsächlich für mich selber, aber dann auch noch mit euch teilt und ja, was daraus geworden ist. Echt verrückt, hätte ich niemals damit gerechnet. Ich werde ein bisschen emotional jetzt, wenn ich so dran denke. Keine Ahnung, wie lange Pokémon Go noch läuft, wie lange wir das noch spielen werden. Klar, wir zocken es schon lange und jeden Tag und irgendwann hat man natürlich keinen Bock mehr. Alle Kollegen, mit denen ich damals gestartet habe, keiner von denen spielt mehr wirklich. Natürlich habe ich neue Leute kennengelernt, man ist nie allein. Alter, ich war heute Rage-Stunde, hatte einen X-Raid, habe den dann gemacht, übrigens einen 98er gefangen. Da bin ich einfach in die Stadt gefahren und da waren viele Leute, habe ich mich einfach in eine Gruppe angeschlossen. Nette Jungs getroffen, Grüße gehen raus an den Stuttgarter, den Ulmer und den Münchner. An sich ist man nie allein, aber die ursprünglichen Kollegen, die Yu-Gi-Oh! Kollegen, der Bagisch, er hat sich mal bis zu Gen 2 geschafft. Dann Dimi, er hat sich mal bis zu Gen 3 geschafft und hat die halt so bei Gen 4 dann nachgelassen. Dann ist Dimi wiedergekommen, aber im Grunde genommen bin ich der Einzige, der das noch spielt. Und man merkt schon bei vielen, dass die Lust und Luft nicht mehr, dass dazu kommen noch 2 Videos. Einmal wollte ich ein Video machen, Top 5 Sachen, die ich früher besser fand und Top 5 Sachen, die ich jetzt besser finde. Aber klar, das Spiel ist auf jeden Fall nicht mehr so wie 2016. Ich mag es immer noch. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich das noch zocken werde. Aber momentan habe ich nicht wirklich vor, aufzuhören. Hab nur noch ein paar Ziele, immer noch was zu tun. Ich habe immer noch meinen Spaß, ich mache immer noch meine Arenen, habe immer noch meine Raids, ich jage immer noch meinen 100er. Ich habe immer noch meine Lucky Shiny Sammlung. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, es wird noch eine Weile weitergehen. Und ich würde sagen, genug geschwafelt, genug Emotionales.
Wir schauen uns kurz mal die Statistik an. So, 210 Millionen EP. Das können wir mal ausrechnen. Denn das sind durch 36 6 Millionen ungefähr 5,8 im Monat. Klar, die ersten zwei Jahre gab es keine Freundschaften. Und momentan mache ich 20 Millionen EP pro Monat. Ziel dieses Jahr noch 300 Millionen EP. Sollte machbar sein. Ja, Medaillen. Safari Zone 2017. Oberhausen. Und Prag. Nein, jetzt Dortmund Go First. Sonst hier. Gelaufen bin ich in 3 Jahren. 11.000 Kilometer. 11.014. Pokédex Kanto voll. Oida, die Medaille sieht neu aus. 206.513 Pokémon. Das sind im Schnitt 190 Pokémon am Tag, die ich gefangen habe. Entwickelt 32.790. Gebrütet 3.638. Pokéstops gedreht 160.000. Das sind ungefähr 148 Stops am Tag, die ich gedreht habe. 547 große Kappador gefangen. 35.000 Mal gekämpft. 35.686 Mal gekämpft. Das können wir auch nochmal ausrechnen. Das sind ungefähr 33 Kämpfe am Tag. Ungefähr 5.000 Mal trainiert. War lange Zeit weg, jetzt wieder da, aber wer macht das schon? 2.188 Radfahrts gefangen, kleine. 1.714 Pikachu, das ist schwach. Das kann man mehr haben. Johto, alle 100 gefangen. 1.644 Raids gemacht. Lange Zeit Free-to-Play gewesen. Ungefähr 70.000 gefüttert. Arena-Stunden 46.000. In München als Gamer, du bleibst nicht lange drin. Höhenregion 134. Ich habe keine Ahnung, wie viel es überhaupt gibt. Quest 6.500 ungefähr. Das ist auch schwach von mir. Freundschaften, beste Freunde 165. Auch lange Zeit nicht wirklich drum gekümmert. Erst seit einer Weile wieder, wo ich mich mehr um EP kümmere. Getauscht habe ich auch seit Ewigkeit nicht mehr. Ich mache eigentlich nur noch meinen Glückstausch. Dementsprechend auch die Kilometer relativ low. Pokédex Sinnoh 88. Ich glaube, nee, ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Und dann gekämpft. Wenig kämpfen. Das macht man nur für Interaktion. Und die endlich vollgemacht letztens in Dortmund. Cognito. Ich erinnere mich noch an das erste Cognito-Video. Alter, ich habe so einen Shitstorm bekommen. Erstens, weil es so windig war und ich hatte noch nicht den hier, den Windslayer. Aber eine geile Zeit war es. Normale Raids 390 und ja, das war's. Die unteren Sachen, ich glaube, das interessiert keinen. Mach ich mal schnell durch. Ich weiß noch, wo ich die versucht habe, auf Gold zu bringen. Man braucht halt nur 200, um die auf Gold zu bekommen. Und jetzt habe ich halt einfach 7300 davon. Ich weiß noch, da war ein Ponita-Nest und das habe ich gejagt, bis ich die Goldmedaille hatte. Genau so mit Boden Rion habe ich gejagt. Wo ist Boden? Und jetzt habe ich einfach 12.200. Das war meine Statistik nach 3 Jahren Pokémon Go. Wie gesagt, war eine geile Zeit. Und ich hoffe, es werden noch geile Zeiten folgen. Ich habe nicht vor, demnächst Schluss zu machen. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. Mal schauen, was das Spiel demnächst so bringen wird. Um uns alle am Ball zu halten, aber ich denke, da wird noch eine Menge kommen. Das Spiel ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Da geht auf jeden Fall noch viel. Bleibt dran. Vielen Dank für alles, die letzten 3 Jahre. Ich kann es echt nicht glauben, wie mir einfach ein paar Leute, wie die ganzen Leute einfach so einem Deppen wie mir beim Pokémon Go spielen zuschauen. Wie gesagt, ich hätte damit niemals gerechnet. Ich mache das Ganze hier zum Spaß. Und ich hoffe, ich denke, das sieht man auch. Und solange es mir immer noch Spaß macht, werde ich weitermachen. Das war's von mir, Leute. Auf 3 weitere spannende, lustige, saftige Jahre. Leidende Jahre natürlich auch. Das gehört auch dazu. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.